Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier die Aprilia RS GP Barracuda euch heute hier vorstellen. Das ist schon mal ein cooles Teil. Ich habe es mir schon mal grob angeschaut. Ja, ich denke mal, ja, schauen wir es bei uns hier genau an. Das finden wir hier in der Kategorie hier, haben wir uns ein gutes Stück. Finde ich, sieht echt doch heiß aus. Leider wird sie nicht schmutzig und altert nicht. Also hier der Lack bleibt drauf, die Aufkleber, alles. Ja, wir haben einen Helm auch mit dabei. Wir müssen ihn nicht nehmen. Das gute Stück kostet, so wie jetzt hier da steht, hier 40.000 Euro. Miete schauen wir uns auch gleich an. Hier 2040. 250 PS entsprechen hier 184 kW. 22 Liter Tank und wir haben 340 km/h, 217 Kilo. Ja, da wurde, glaube ich, hier relativ genau auf die Werte 8 gegeben. Finde ich auch gut so. Wir können das kaufen jetzt einmal hier mit Helm und einmal ohne Helm, wenn wir sehen. Ja, wenn man einen mit Helm hat, sollte man hier drauf achten, dass man keine langen Haare hat und keinen Cappy auf, so wie jetzt mein Männchen hat, wie man hier sieht. Also ich habe jetzt deswegen auch gekauft ohne Helm. Und wenn ich jetzt den nehme, das Ganze hier mal mit Helm, dann schaut hier vorne seitlich leicht halt das Cappy raus. Also ihr dürft kein Cappy aufhaben. Dann schaut das immer halt durch, ist ein bisschen blöd. Ja, wir können mit X hier das Visier dann auch zumachen. Müssen aber erst die Maschine starten. Sehen wir hier, geht das Visier auf und zu. Deswegen also dran denken, nicht so wie ich jetzt die hier, das mit, also Cappy, rückwärts war mal 4 km/h. Wie wir sehen, sieht auch ganz gut aus, auch von der Position, also mit dem Popo. Bremslicht, sowas hat es nicht. Schauen wir mal hier, normales Licht hat es auch nicht. Blinker hat es auch nicht. Schauen wir mal hier auf die Armatur mal hin. Sehen wir hier auch die Stufen, was es schaltet hier. 4 km/h. Die Uhrzeit steht auch drauf. So. Fahren wir mal so rüber. Hupe hat es schon mal. Also kann jetzt erstmal so sagen, lässt sich relativ sehr, sehr gut fahren. Schauen wir auch mal gleich. Aber man muss vorsichtig ein bisschen sein mit dem Lenken, aber wenn wir hier sehen. Oh, was ist jetzt hier passiert? Ja, sollte man doch mal in die Außenansicht gehen. Also, 340, sagt er. Bremsen. Wenn wir sehen, hier Spuren macht er auch. Auch richtige Spuren, also nicht Traktorreifenspuren oder sonst irgendwas. Oder mit Profil, wir haben Slikes drauf, also macht das Slikes Spuren. Gehen wir nochmal Gummi. Schalten tut er. Cooler Sound, muss ich wirklich sagen. Ups. Jetzt habe ich aber leider nicht gesehen, wie schnell wir waren, aber ist ja nicht schlimm. Ich finde sonst echt der Hobel echt cool gemacht, muss ich sagen. Ja, leider habe ich gesehen gehabt, die Lok ist nicht fehlerfrei. Schauen wir uns jetzt auch hier die Lok mal an. Wir haben ein Aero drin, wir haben ein Warning drin, wie wir sehen. Das ist jetzt hier von den Mod. Ich habe sonst jetzt nichts drin. Ja. Da sehen wir hier also unser Aprilia und da gleich danach kommt, das war, sind irgendwie Dateien drin, wie wir sehen. Und ja, da stimmt dann der Pfad einmal nicht, dass es nicht laden kann. Und ja, dann haben wir hier den Salat. Daher können wir auch gleich nochmal hier natürlich im Shop selber nochmal reinschauen. Dann gehen wir jetzt daher. Und sobald ich jetzt den hier aufrufe, wenn wir sehen, es hat, dann haben wir das hier, das Problem hier. Gehen wir nochmal raus. Gehen wir nochmal rein, wie wir sehen.
können auch jetzt dann mal hergehen, das nochmal zu verdeutlichen. Nehme ich mir jetzt ein anderes Fahrzeug her, das ladet jetzt mal kurz das Fahrzeug, wie wir sehen. Gehen wir wieder hierher. Und sobald wir hier uns den Mod hier aufrufen, unser Motorrad, haben wir hier diesen Fehler hier drin. Leider ist der Mod nicht fehlerfrei. Vielleicht macht er ja der Mod den Mod fehlerfrei. Ich hätte es cool finden. Ist ein cooler Fun-Mod, ja, um jetzt hier mit seinen Freunden natürlich hier ein cooles Rennen hier auf eine Vierfach-Map zum Beispiel hier zu fahren. Ja, hat was an sich das Ganze. Ich hoffe, es hat euch hier mein Video natürlich gefallen. Wenn ja, schaut's doch wieder rein. Würde mich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.